Der letzte Tag des 61. Oldenburger Landesturniers. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen Herrn möchten wir Ihnen noch vorstellen. Gehört haben Sie ihn sicherlich schon alle, aber vielleicht kennen Sie ihn noch nicht persönlich. Das ist Stefan Krawczyk, einer der Turniersprecher Deutschlands. Sie kennen ihn, er sagt in Aachen an, bei den Weltmeisterschaften, in der Stuttgarter Schleierhalle, bei vielen internationalen Anlässen. Aber er ist auch ein Turniermacher. Er ist mitverantwortlich für die internationalen Anlässe in Verden. Stefan, du bist schon einige Jahre hier, auch Chefsprecher beim Oldenburger Landesturnier. Wie lange bist du schon hier? Also ich meine, das wären jetzt so 7, 8 Jahre. Aber genau kann ich es nicht sagen. Ich bin froh, dass ich überhaupt dabei sein darf. Was ist die besondere Herausforderung hier in Rastede? Das Schöne an Rastede ist, dass es nicht wirklich, was die Stimmung anbelangt, eine besondere Herausforderung ist, weil das Publikum ist immer gut drauf, egal was für ein Wetter ist. Wenn die Sonne scheint, wenn es stürmt, wenn es schneit und hier, so wie dieses Wochenende, hin und wieder mal regnet, das stört die überhaupt nicht. Als Sprecher hat man natürlich auch gehörig Verantwortung gegenüber dem Publikum, gegenüber dem Sport, auch gegenüber den Sponsoren. Ist man da noch aufgeregt, wenn man im Stadion sitzt und es geht um was? Also es ist schon aufregend. Und wenn der Sport gut ist, dann ist es spannend. Und das muss man auch oder sollte man dem Publikum mitteilen, dass alle, die auf dem Richterturm sitzen, nicht einfach nur ihren Job machen, sondern dass die auch mitfiebern. Und was die Sponsoren anbelangt, die Mäzene sind es ja meistens dann doch noch auf dieser Ebene. Das ist wichtig, dass wir sie haben und das ist wichtig, dass wir sie pflegen. Und sie genießen das auch, den Eindruck habe ich vor allen Dingen hier in Rastede. Man sitzt gerne zusammen in unkomplizierter Atmosphäre und erlebt eine Sportart, die wirklich eine große Faszination darstellt. Du warst bei vielen großen internationalen Anlässen schon als Chefsprecher vor Ort. Gibt es noch eine Aufgabe, die dich ganz besonders reizt, die noch nicht auf deiner Referenzliste steht? Ja, das wären natürlich Olympische Spiele, aber da die nächsten in London sind und da haben sie eben halt Native Speakers, fällt das erstmal flach. Also wenn wir in Deutschland wieder Olympische Spiele hätten, dann wäre ich sicherlich dabei, aber das wird erst sein, wenn ich 80 bin oder so. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Lass uns noch einmal zu Rastede zurückkehren. Wenn du so die letzten Jahre Revue passieren lässt, gab es einen ganz besonders kniffligen Moment für dich hier als Sprecher? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also die Organisation ist sowas von ausgefeilt hier. Trotz der Vielfalt der Prüfungen, das ist ja das, was mich fasziniert, was mich wundert, wie das überhaupt geht. Dass diese ganzen, ja, es sind ja fast 100 Prüfungen, wie die hier so reibungslos innerhalb von 6 Tagen, 5 Tagen durchgeführt werden. Deshalb, also knifflige Situationen, eigentlich nur das Wetter. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Jahr in Rastede. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass ich dann dabei sein kann.